des Sonnenscheins. Womöglich, genau. Dass es frisch ist. Dass es frisch ist. Ja. Das ist, glaube ich, das, was sich dann jeder wünscht. Keine Schmerzen haben. Also ich habe vom Tod keine Angst, vielleicht kommt die noch. Das kann ich jetzt nicht abschätzen. Aber das Schlimmere, glaube ich, für jemanden, der sterben muss, ist, Schmerzen zu erleiden. Das möchte ich nicht. Gleich neben St. Martin im Augsburger Stadtteil Oberhausen steht das St. Vinzenz Hospiz, der Ort, den wir für unseren heutigen Einblick besuchen. Hier gibt es keine Kranken- oder Patientenzimmer, sondern 16 Gästezimmer. Und genau so wie Gäste sollen sich die Menschen fühlen, die hier die letzten Tage oder Wochen ihres Lebens verbringen. Robert Frank ist seit einer Woche hier. Der 59-Jährige hat vor 2,5 Jahren die Diagnose Darmkrebs bekommen. Zuerst lief die Therapie gut, bis dann im Februar der totale Absturz kam, wie er uns erzählt. Er solle seine Angelegenheiten regeln, rieten ihm seine Ärzte. Das hat er getan. Ich war am ersten Tag hier drin und ich hatte sofort das Gefühl, ich brauche mich. Ich bin aufgehoben, ich bin angekommen. Also, und das tat unwahrscheinlich gut.